So, willkommen zur siebten Folge auf meinem Creative Server. Nachdem wir letzte Folge wieder gestorben sind, ist ja bescheuert, Alter. Fuck my life. Aber diesmal tatsächlich durch den fucking Dungeon Master. Salavista, baby. Nicht nett. Definitiv nicht nett. Wir müssen uns unbedingt einen Homepunkt setzen. Damit wir immer, ne, respawnen, wie bei unserem Haus respawnen und nicht irgendwo wieder am Spawn. Gut, Westway, genau, ist der hier. Dann latschen wir mal den weiten, weiten Weg. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ach, das ist ja nur noch eine Höhle. Ist der? Ach, ich hab doch einen Homepunkt gesetzt. Ja, schau mal einer, guck. Ja, schau mal einer, guck. Gucken, wo ist der? Der hier? Ich hab noch. Aber warum werde ich denn nicht hierhin teleportiert, wenn ich sterbe, sondern zum Spawn? Wir müssen also unbedingt mal ein Bett bauen, damit wir. Muss man schon mal wirklich im Bett schlafen, damit man hier wirklich. Denn gespawnt wird, wenn man wiederbelebt wird. Ich dachte, wir haben ja keinen Homepunkt. LOL. So, wir müssen da lang. Immer schön am Ufer lang. Quasi die Uferpromenade. Dieser verfickte Dungeon Master. Alter. Der geht mir so hart. Alt. Bevor wir jetzt hier erstmal ein paar Äpfel. Ne, Apple muss sein. Vorher gucke ich dann gleich mal, ob wir irgendwelches Eisenwerkzeug noch haben bei uns in die Kisten. Das wäre mir persönlich ganz lieb. So, komm her. Alter, wie schnell die Äpfel immer nachwachsen, ist ja nice. Aber es ist tatsächlich so, dass die Äpfel immer am gleichen Spot nachwachsen. Na komm her. Hallo. Dieser verfickte Dungeon Master, Alter. Ich bring ihn um. Ich bring ihn um. Ich bring diesen verfickten Bastard um. Wie kann er es uns wagen? Ey, wie kann er es sich wagen, uns zu töten? Muss Lebensmittel sein. Wo ist unser Haus? Hallo? Da. Oder? Ja, doch. Nein. Na nun. Da. Aber jetzt verlaufe ich mich sogar schon beim Äpfel sammeln oder was? Was ist denn hier los? Hä, müsst ihr nicht unser Haus sein? Warum kommt denn da der Dschungel? Ich meine, es war schön, dass hier Dschungel ist. Vielleicht kriegen wir jetzt sogar ein bisschen Kakao, aber. Wo bin ich denn jetzt gerade schon wieder falsch abgebogen, dass wir hier auf einmal im Dschungel rauskommen? Was ist? Was stimmt hier nicht? Kann es sein, dass der Server gerade irgendwie gegen mich ist? Wächst sogar eine Palme. Ich krieg eine Krise. Midlife Crisis. So, da hinten ist ein bisschen Kakao im zweiten Stadium. Das heißt, aus dem kriegen wir einmal Kakao. Aber so wie ich mein Glück kenne, wenn ich ihn jetzt abbaue, kriege ich garantiert gar keinen Kakao. Außerdem komme ich da gar nicht ran. So, hier ist einmal Kakao im grünen Stadium. Wie viel kriege ich denn da?
Einmal. Noch reicht doch schon. Oder? Reicht doch aus, damit ich ihn bei mir zu Hause anbauen kann. Das Problem ist nur, um Kakao anzubauen, brauche ich selber auch Kakaoholz. Dschungelholz. Das heißt, ich muss einen Baum hier fällen. Ich fälle einfach mal den hier. Kann man an diesen Ranken gar nicht hochlaufen? Ne, kann man gar nicht. Lol. Ist ja hässlich. Geh mal geschwind nach Hause. So. In der Hoffnung, dass wir unser Haus überhaupt mal wiederfinden. Wenn mich nicht alles täuscht, muss unser Haus da vorne sein jetzt. Da ist der große steinerne Berg. Was? Bin ich echt komplett in die falsche Richtung gelaufen gerade? Der tief ist doch ja nicht. Ja, da vorne ist unser Haus. Da sehe ich schon die Sanddüne. Düne. Na komm, ruf da. Dass du schneller ging. Ja, das sind die Kisten. Woo! Ich wollte nur kurz Äpfel holen. That escalate quickly. So. Ach so, eine Steinaxt. Ist gar keine Steinschippe. Das ist natürlich traumatisierend. Gut, dann nehme ich jetzt mal. Komm mir ganz ehrlich, Alter. Gut, ich gehe noch mal da hinten hin. Klauen wir jetzt einen Dschungelbaum. Und dann geht's aber ab. Warum ist der Dschungel da hinten? Hä? Sind wir gerade die ganze Strecke gelaufen? Weiß mal. Boah, Alter, ist echt zu spät zum Aufnehmen. Das ist ja hier. Wofür fühlt sich gerade alles falsch? Habe ich jetzt. Ich habe nicht die Äpfel rausgepackt. Ich habe nicht die Ver. Na, easy, kein Problem. Easy, ist alles völlig normal. Ist völlig normal. So was mache ich immer. Das, ne, so, das ist. Das ist. Meine Art, Let's Plays künstlich in die Länge zu ziehen. Gut, macht zwar jetzt bei einem Endlos-Let's Play keinen Sinn, aber wow, so viele Äpfel auf einem Fleck. Gut. Der letzte Apfel war kein Apfel, sondern ein roter Pilz. Aber okay. Ach nee, hier war der Bereich, den wir gerade gesehen haben. Gut. So, dann würde ich mal sagen, der Baum, der steht hier so alleine auf dem Land. Dann nehme ich den und hacke ihn mal ab. So, ein bisschen hier, ne? Ein bisschen Erde und so. Noch mehr Erde und so. Das war's schon. Gut, dann war's das schon. Da. Komm her, setz link. Dankeschön. So, müssen jetzt die Blätter hier despawnen, oder? Ja, die despawnen. Kann ich vielleicht sogar ein paar Äpfel-Saplings. Oder auch nicht. Hä, warum kommen keine Saplings? Ach, weil er noch aus Kolzplatz ist. Egal. Hopp nach Hause. So. Ich noch einmal. Gut. Dann haben wir einen Dschungel-Sapling.
ganz viel Holz. Können wir jetzt selber Bäume züchten. Kakao züchten. So, auf dem Heimweg wieder Äpfel einsammeln. Ja, komm halt her jetzt. Let's Play heute entwickelt sich irgendwie eine Richtung, die ich persönlich ziemlich verstörend finde. Gut, aber jetzt haben wir unser Haus direkt gefunden, sehr schön. Dann würde ich mal sagen, habe ich nicht gerade irgendwo Äpfel gesehen? Ach da. Gut, dann gehen wir mal schnell ein bisschen. Wisst ihr was, ich brauche mal hier einmal ganz kurz. So. Dann kann das. Habe ich auch in die Kiste gepackt? Ja, habe ich. So, du kommst weg, du kommst weg, du kommst weg, du kommst weg, du kommst, du. Na nun, wo ist jetzt einmal. Ach da. So, dann können wir hier einmal Kakao anpflanzen und ich gehe wieder in meine Höhle. Und bekämpfe den Dungeon Master. Alter Schwede, oh Gott. Was ist geschehen? Was ist passiert? Warum passiert mir sowas? Ah ja, warte mal, Dungeon Master. Ich komme und dann ergibt sich ein blaues Wunder. Dann wirst du sehen, wie sich eine Ronin zu wehren weiß. So, wo ist jetzt die Klippe? Das Ding muss doch irgendwo sein. Da vorne. Ja, hier ist es. Sehr schön. Na dann. Hallo. Na dann. Alter. Auf in die Krieg. Warum ist ja alles so zerbombt? War das hier schon, dass wir den Dungeon Master aufgelauert sind? Nee, das kommt doch erst noch mit dem Dungeon Master, oder? Genau, das müsste da oben irgendwo sein. Genau, jetzt geht es hier wieder hoch und dann kommt da oben erst das mit dem Dungeon Master. Oh Gott, hier ist es schon, ne? Ja, ja, hier ist es. Okay, da ist er, da wartet er. Hä, yeah, jetzt ist er braun? Vorhin war er doch grün. Warum ist er jetzt braun? Gut, okay. Also, wir haben ein Ständer. Eine Axt und eine Steinschwert. Klar, oh, das macht doch voll Sinn. So, das heißt. Jetzt das machen, was ich. Hier ist natürlich wieder alles dunkel. Bitte nicht hauen. Komme ich so rum an ihn ran? Das da. Vielleicht habe ich Glück und komme so an ihn ran. Weil ich weiß nicht, unter welchen Bedingungen er schießt. Ob er immer schießt oder nur, wenn er Sichtkontakt zu mir hat. Aber wenn er nämlich nur schießt, wenn er Sichtkontakt hat, dann könnte ich das quasi als, ja. Dann könnte ich dafür sorgen, dass ihm das zum Verhängnis wird.
Andererseits, wenn ich mich jetzt hier unter ihm grabe und er dann. Boah, Licht machen erstmal. Wo ist denn der jetzt? Scheiße. Also, ich hätte aber auch keine Sichtkontakt. Wo ist denn der jetzt? Da hinten erst. Ist er gerade runtergefallen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe ihn gesehen. Sieht er mich? Nein, er sieht mich nicht. Zumindest tritt er sich nicht zu mir. Boah, Alter! Was willst du jetzt schon wieder? Ist nicht dein Scheiß ernst. Ist nicht euer Scheiß ernst. Also ich brauche da hinten wesentlich mehr Licht. Wo ist denn jetzt? Ah ja, genau, voll mal runter. Hast du verdient. Arschgeburt. Was zur Hölle? Komm her. Mesekristalle kann ich immer gut gebrauchen. Also tropf an, Mistgeburt. Ja, ja, komm her, komm her, komm her, komm her. Ich mach dich wieder Teller. Da ist auch stecken bleibt die ganze Zeit, ey. Ah, Spitzhacke ist schon wieder weg. Hallo, alter Freund. Was guckst du mich so an? Das Problem ist, seine Mesekristalle fliegen manchmal durch andere Sachen durch. Okay. Wo ist der Dungeon Master? Ach du Scheiße. Ist nicht euer verfickter Ernst hier? Ist nicht euer verfickter Ernst. Alter. Willst du mich ruinieren? Was tue ich hier? Was zur Hölle tue ich hier? Kann ich ihn nicht lebendig mit Sand begraben oder so? Ich brauche Licht. Ich brauche auf jeden Fall Licht. Weißt du was?
Was du kannst, da kann ich schon lange. Das Problem ist dadurch, dass er sich freischießen kann, muss ich kurz und schmerzlos arbeiten. Das wiederum bedeutet, ich brauche eine starke Waffe. Weil anders als bei den anderen Viechern, also anders als jetzt bei Mesemonster, wo ich rumtanzen kann, kann ich das bei ihm jetzt gerade nicht, weil er halt da unten so eingekesselt steht. Das heißt, ich kann... Ja. Komm, stirb bitte! Ja! Holy fucking shitting, warum, hä? Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ups. Ah, hier kam der also her. Ups, bringt jetzt auch voll viel. Eine große ebene Fläche. Ja, das perfekte Zuhause für Dungeon Master. Wir haben ihn besiegt. Das Einzige, was ich mich wundere, ist, am Anfang könnte ich schwören, dass wir gegen einen grünen Dungeon Master gekämpft haben. Kann sein, dass er denn despawned ist und dafür so ein brauner gespawnt ist? Weil irgendwie war auf einmal ein brauner da. Was ja nun inhaltlich überhaupt keinen Sinn macht. Okay. Jetzt können wir nach Hause gehen. Jetzt haben wir 24 Kupfer. Das ist alles, was ich wollte. Spaß. Alter, was eine Scheiße. Ihr wollt mich doch ruinieren. Ich habe mir meine Pampers gemacht. Okay, würde ich mal sagen, können wir mit der Folge eigentlich aufhören. Ist das das Silber? Ich hoffe doch. So, siehst du mal, wenn mein Silber hier nach vorne... Oh! Nee, ist kein Silber. Ich habe mein Silber gar nicht mehr dabei. Das ist im Ofen gerade. Das heißt, das alles war alles gerade Zinn. Oder in anderen Worten, umsonst. Oh, kann ich erstmal hier bitte irgendwie wo hoch? Bitte. Ich flehe dich an. Du hurensonisiertes Stück Scheiße. Ey, komm jetzt hier. Mach mal. Bitte. Was Vernünftiges. Versucht nachzudenken. Ach, da oben geht's auch noch weiter. Das heißt, es können immer noch Dungeon Master vorhanden sein. Oder Spawn. Hier hinten sowieso. Okay, also hier ist es nochmal einmal, zweimal Kupfer. Ich baue die einfach mal ab. Und wir haben immer noch kein Eisen gefunden. Das ist irgendwie deprimierend. Bist du wenigstens Silber? Ja, ist Silber. Sehr schön. Gut, dann gehen wir jetzt mal da hoch. Oh, da kommen wir gar nicht. Na doch, kommen wir hier rüber. Oder auch nicht. Kommen wir hier, kommen wir da hoch? Ja doch, ne, da kommen wir hoch. Da kommen wir doch locker hoch. Warum habe ich einmal Leder bekommen? Von einem Dungeon Master. Ich meine, okay, war so ein brauner Dungeon Master. Soll wohl wahrscheinlich so ein Teddybär darstellen oder sowas. Keine Ahnung. So, ich mache jetzt hier einfach mal eine schön große, weite Treppe. Danke dafür, Angela Merkel. Ich hau dir eine rein. Stück Scheiße. So. Ist das hier richtig? Ja, doch. Genau. So, so, easy. Ey, ich komm sogar richtig. Ey, die Treppe gleich richtig dimensioniert. Ist doch nice. Hallo. Mann, da. Du Huse. Na, komm her. 1 gegen 1. Hat sie keine Chance. Bam. Oh, Eisen. Endlich mal ein ordentliches Monster. Mit ordentlicher Boni. Darum geht es nochmal weiter.
Okay, und hier hört es schon wieder auf. Komme ich da ran? Egal. Lass ich mal da. Silber! Buja! Okay, dann gehen wir mal nach da oben. Ich bin für jedes Monster dankbar, das spawnt und kein Dungeon Master ist. Okay. Ist auch wieder ein relativ großer Raum. Okay. Gut. Puh. Warum gibt es hier kein Eisen? Ich verstehe das nicht. Wir müssen doch mittlerweile schon relativ tief sein. Oder täusche ich mich, weil wir jetzt immer wieder hoch und runter gegangen sind? Ne, das ist wieder Zinn, ne? Ja, ist Zinn. Ich will doch nur Eisen haben. Fackeln sind jetzt schon wieder leer. Ich meine, gut, wir haben mittlerweile so viel Kohle gesammelt, wir können uns quasi Fackeln bauen, bis wir sterben. Aber trotzdem. Ich möchte nicht sterben. Ey, wir haben mehr als ein Stack Kohle. Ist doch interessant, ist doch ganz geil. Können wir später schön die Öfen anheizen. Gehen wir erst da lang oder gehen wir da lang? Ich würde mal sagen, wir machen jetzt mal Feierabend und machen in der nächsten Folge weiter. Nachdem wir nur den Kampf gegen Dungeon Master beschritten und gesiegt haben, nach zwei Töten. Wobei, gegen den Dungeon Master sind wir bisher nur einmal gestorben. Das andere war ja gegen diesen komischen Magier da. Gegen diesen schwarzen Mann. Egal.